Mein Name ist Philipp Reinhardt, ich bin 27 Jahre alt und habe gerade meinen Debütroman veröffentlicht. In Katerstimmung steckt Nachrichtenredakteur Max in einer Zwickmühle. Er reist nach Spanien, um dort seine große Liebe wiederzufinden, doch die berufliche Verpflichtung ruft. Kurzerhand erfindet er Nachrichten, um länger im Land bleiben zu können. Als ich einen Monat oder so am Schreiben war, 100 Seiten hatte irgendwann, da habe ich dann wirklich gesagt, gut, jetzt muss ich es durchziehen. Und dann habe ich auch erst angefangen, den anderen Leuten davon zu erzählen, dass ich da wirklich am Schreiben bin, wenn ich die ganze Zeit eingeschlossen in meinem Zimmer sitze. Bei den BWLern darf eine Vorlesung gerne Bilanzierung heißen, bei den Juristen Strafrecht. Aber hältst du als Geisteswissenschaftler etwas auf dich, dann gib deiner Veranstaltung einen mysteriösen Titel. Spalte Wörter, drehe sie um, stelle Fragen. Nenne deine Vorlesung nie westliche Jugendkultur im 20. Jahrhundert. Abstrahiere, nenne sie Kulturfragen. Besser noch, Kulturfragen. Kulturfragen? Es schwankt immer, aber manchmal sind es irgendwie 3 Manuskripte pro Tag, manchmal sind es auch 10. Das ist immer ganz unterschiedlich, aber bei Philipp hat mir einfach gefallen, wie er schreibt. Und da fand ich, war so viel Sprachwitz und auch genaue Beobachtungsgabe und irgendwie die Figuren waren klasse gezeichnet. Und da fand ich, hat er was ganz Eigenes, was ganz Originelles.